Wir haben ein paar Points. Wir haben Once to Watch Spielerpack. Wir kriegen garantiert heute einen Once to Watch und das ist daraus. Und ich bin ganz, also ich bin komplett geisteskrank gespannt auf die 26.000 Points, was die uns bringen. Boah, geil, Megapacks gibt's mit garantierten 82 plus 2 Stück, 25k Pack 4 Stück. Untauschbare will ich nicht ziehen. Und dann 10 Stück von den Jumbo-Dingern. Geil, darauf freue ich mich. Wir starten erstmal chillig rein. Auf ganz entspannt. Ganz entspannt. Das sind alles so Spieler, ich weiß, wie soll ich die jetzt alle anschauen? Ich glaube, wir discarden sowas eigentlich. Aber es ist eigentlich schon schlau, das immer zu gucken, weil manche sind echt was wert, ey. Und dann öffnen wir hier unser Once-to-Watch-Pack. Guck mal, das meine ich. Der kostet jetzt auf einmal 2,3k. Aber Spanien scheinbar beliebt heute. Lever wäre sogar nicht schlecht. Ich sag ehrlich, ich glaube, der ist gut in dem FIFA. Der ist, glaube ich, ehrlich sogar gut in dem FIFA. Weil Haaland ist auch so... Also Haaland ist halt... Ja, Haaland und kann man halt schwer vergleichen, ne? Aber ich glaube, so große Tanks sind gut in dem FIFA, sind OP. Sag ich so, wie es ist. Manchester United-Spieler viel kosten, ne? Geh ich mal stark von aus. Oh, Once to Watch! A Hero! Hero! Franzose! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tradable! Oh mein Gott! Wie viel kostet der? Aber so ein WWW-Win? Was redest du? Geil! Franzose, ich war so... Ich war so. Bruder, was hast du für eine Price Range? Ah, nicht so eine krasse Price Range. Hat er. Ah, 4-3 hat er sogar. Boah, wie viel kostet der denn gerade auf dem Markt? Ich glaube, den werden wir straight verkaufen, oder? 427k, Junge. 440.000. Theoretisch scheißegal, was ich jetzt noch ziehe. Wir haben schon 400k, 450k gemacht. Mit dem, was wir jetzt noch ziehen, machen wir safe auch nochmal 400k. Wir machen hier eine Mio Profit. Das ist einfach perfekt. Das ist einfach perfekt, dass ich den ziehe. RV. Oh, kein Walker, aber Walkout Alexander-Arnold. Und der kommt nicht rausgelaufen. Das ist ein Bug bei dem. Aber geil. Walkout. Nächster Walkout. Bei uns läuft es. Bei uns läuft es. Aber der kostet nichts. Der kostet 11k. Also bisher aus... Nächste Wand. Was ist denn das? Koke, 83er, stabile Stats. Und wir haben noch nicht mal die Promo... Ey, wir haben noch nicht mal die Promo-Packs weg. Und wir ziehen ja Frankreich. ZM. Schade. Gouvou gezogen, Arnold gezogen, Musiala gezogen, der nichts wert ist. Das ist aber geil. Dieser Gouvou ist so ein Carry jetzt schon. Wow. Ja, wir wollten in ein erstes Promo-Pack gehen. Wir gehen in ein gechilltes. Wir gehen in ein Jumbo-Premium-Gold-Pack. Komm. Let's go, nicht mal ein 83er. Komm, wir machen noch eins davon. Wir schauen uns die mal an. Es wird wenigstens eine Wand. Frankreich, Stürmer, Grisi. Wenn jeder hat wieder eine 85, der kann eigentlich da auch kommen, oder? Grisi ist aber nicht schlecht. Gestern etwas Silbernes gezogen. Wenn man Silber sagen kann, Silber-Goldenes. Oh mein Gott! Das geht doch gar nicht. Der ist nicht oft auf dem Markt, aber der wird nicht steigen, oder? Ich muss es realisieren. Hä? Ist dann immer RIP, wenn man dann so eine schlechte Icon zieht, aber besser als gar keine Icon zu ziehen. Also man darf sich nicht beschweren. Geil. Ich habe gerade in 40, 50 Euro FIFA Points eine Icon und einen Hero gezogen. Was habe ich verpasst? Bruder, schau dir das Video einfach am Sonntag an. Wants to watch? Das ist Anthony! Let's go, Junge! Let's go! Oh mein Gott! Ey! Hero, Icon, Anthony wants to watch! Es reicht! EA! 244.000, Anthony. Also, grad läuft's. Ich kann mich nicht beschweren. Guck mal, ich hau den jetzt hier extra noch ein bisschen günstiger, damit er auch direkt weggeht. 82er Rating und der hat nicht die krassesten Stats. Und die Frage... In Form? Cool. Cool. In Form. Abstoßpreis, aber cool. Gucken wir uns den trotzdem mal kurz an. Okay.
Das war's auch mit angucken. Ey, wir haben jetzt wirklich original vielleicht höchstens 7000 Points weg. Und wir haben einfach schon einen Hero, eine Icon und einen Once to Watch gezogen. Und einen Gammel in Form. Okay, wir machen Stat Reveal. Ihr habt Bock drauf, ich hab auch Bock drauf. Okay, wir haben Bock auf einen Once to Watch Pack. Ich mache es jetzt auf. Chat, es geht auf. Wir müssen chillen. Mein Bildschirm ist aus. Es geht auf. Er ist jetzt da. Ich skippe. Ich mache R3. Okay, es ist da. Wir haben eine 77er Physis. Das ist schon mal nicht so gut. Wir haben eine 77er Physis und 77er Def. Das kann kein Haaland sein, leider. Das kann kein... Kann es Lever sein? Das kann auch was ganz Schlechtes sein. Das kann Tolisso sein und sowas. Also, es ist Tolisso. Nein. Schlecht. Guck mal, wir gehen jetzt einfach in den Megapack und ziehen jetzt einfach eine Icon. Walkout. Frankreich! Nein! Nein, Chat! Das wäre so dieser... Das wäre so dieses andere krank. Wenn jetzt Mbappé gekommen wäre. Chat, lass mal ein Like da. Wir sind über 100 Leute. Ein paar haben noch nicht den Daumen nach oben gedrückt. Würde mich sehr freuen, wenn wir hier so die 70 Likes oder so voll machen. Das schaffen wir. Das safe. Aber mein Jan, 20k können wir ihn weghauen. Ist cool. Oh, Rashford auch noch. Aber kostet nur noch 12k. Aber trotzdem gut. Das ist über 30k wert, das Pack. Sehr, sehr geil. Rui Patricio, nichts wert, oder? Nee. Oh, nächste Wand. England. Tomori vielleicht. Tomori wäre sehr wichtig. Oder Walker. Die wären sehr geil. Ja, ist doch so 15 Packs. Walkout! Nein! Groß! Ja, wenigstens. Wir haben unseren Walkout. Und ich glaube, ja, 16.000 ist okay. Wir haben unseren Walkout. Wir sind zufrieden. Wir haben unseren Walkout. Wir haben heute einiges an krassen Sachen gezogen. Und wir nehmen den mit. Lasst auf jeden Fall auch noch gern ein Abo da. Licht, vielleicht jetzt mal Frank... England? Nein! Das wären 100.000 Coins in die Tasche gewesen, aber es ist kein Walker. In Form, aber leider wahrscheinlich, ja, der kostet leider nichts. Den habe ich heute noch, ja, da will ich nichts zu sagen. Will ich lieber doch nichts zu sagen. Kann man discounten als Pack, aber immerhin wieder 10.000, ist cool. 3 Schüsse, 2 Tore. Oh Gott, FIFA, ich habe 3,0 erwartete Tore mit 7 Schüssen. Das ist kein GG, das ist ein sehr trauriges Spiel. Und wir kriegen solche Shotpacks. Egal. Egal, müssen wir mit leben. Nicht mal Lichter, auch wieder cool. In dem Jumbo Premium Goldpack, by the way. 25k Pack. Auch kein Licht. Das ist schön, super. 2 Packs aus dem Draft. Hard as sweated bis ins Finale. Da unglücklich verloren und man wird nicht mal mit einem 5k Spieler belohnt. Ich würde sagen, ich bin raus heute. Wir sehen uns dann morgen bei einem neuen Video in dem SWB. Peace out, danke fürs dabei sein. Ciao Leute, gute Nacht.